Um die Schweiz war Weltkrieg. Meine Mutter nahm mich mit zum Güterbahnhof, um ein Flüchtlingskind auszusuchen. Wir bekamen ein Mädchen, das ganz anders sprach. Dich, Giovanna. Du bist der Grund, Giovanna, warum ich mich auf diese Reise mache. Um zu sehen, was ich eigentlich nicht sehen will. Es ist wieder wie bei dir, Giovanna. Als wir dich holten, wenn ich in ihre Augen schaue, beginnen sie zu hoffen. Für niemanden hier gibt es einen legalen Weg nach Europa. Du musst erst dein Leben riskieren, um ins Paradies zu kommen. Wir versprechen Ihnen nicht das Paradies, aber mit jedem Tag wird es besser, okay? Wenn Sie mir von Ihrer Überfahrt erzählen, dann hört sich das an wie bei Dante. Für sie ist hier das Fegefeuer. Dort sind schlimme Zustände. Aber ihr Ziel ist das Paradies: Nordeuropa. Sie müssen alle zurück nach Italien. Verstehen Sie? Madame? Und plötzlich war alles aus. Mancherai, Marcolino. Du musstest wieder zurück. Kinder waren verboten. Nur Fremdarbeiter durften in der Schweiz sein. Keine fremden Kinder. Wir wohnen unter den gleichen Sternen. Aber siehst du, Markus, du bist immer noch auf der anderen Seite. Ja. Dann erstmal. Hallo, herzlich willkommen. Schön, Danke. dass du da bist. Danke. Ähm, für alle, die sich jetzt den Beitrag zu Hause anschauen, wir haben uns eben den Dokumentarfilm Eldorado aus dem Jahr 2018 angeschaut, anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte. Und ähm, als Gast hier begrüße ich Max vom Café Internationale. Wir haben sehr viel bewegendes über Fluchtgeschichten, Fluchtsituationen gesehen und würde jetzt den Rahmen hier nochmal nutzen, gemeinsam auch gerne mit dem Publikum drüber zu reden, wie die Situation von den Menschen ausschaut, also die ja wirklich nur einen sehr kleinen Bruchteil ausmachen, aber wie es ähm, aussieht bei der Lebenssituation der Menschen, die dann hier in Deutschland ankommen. Und da würde ich ähm, dich direkt mal fragen, was sind die Erfahrungen aus deiner und eurer Arbeit? Ist es denn so, dass wer die Leute, die es dann hierher geschafft haben, wer es geschafft hat, dem geht es dann automatisch hier erstmal gut? Und die... Im Film angesprochenen Sorgen sind nicht mehr da oder trifft es das nicht? Mhm. Auch erstmal danke, dass ich hier sein darf für die Einladung und ähm, auch danke für das Screening. Ähm, sehr interessanter Film, sehr krasse Bilder. Ähm, ich würde sagen, alle Menschen, die es hierher Geschafft haben, sind erstmal ähm, nach allem, was wir jetzt auch gerade gesehen haben und was ich so sonst für Geschichten höre, äh, als Heldinnen und Helden zu betrachten. Ähm, diese Reise, die sie da, diese Flucht, die sie unternehmen mussten, äh, überlebt zu haben, ist äh, eigentlich schon Grund genug, hier wirklich das Land, äh, wo mich den Honig fließt, fortfinden zu sollen, aber das ist leider nicht der Fall. Ähm, also, wir im Café Internationale haben überwiegend mit Menschen zu tun, die keine Bleiberechtsperspektive haben. <laughs> Ganz viele Menschen kommen eben auch über Lampedusa und Italien äh, dann später nach Deutschland ähm, und sind dann eben von dem auch im Film beschriebenen Dublin-Verträgen äh, äh, betroffen. Das heißt, sie sollen äh, in Italien bleiben, dort ihr, ihren Aufenthalt bekommen oder eben nicht, aber sie haben irgendwie kein Anrecht, äh, weiter nach Norden zu ziehen und dort äh, wieder einen Asylantrag zu stellen oder auch irgendwie andere Gründe zu finden oder Möglichkeiten zu finden, hier zu bleiben. Ähm, die Leute, mit denen wir zu tun haben, finden hier eher wieder Gründe eigentlich, um weiterzuziehen, würde ich fast sagen. Gerade im Saalekreis ist die Auslegung des Asylrechts in all seinen Facetten und all seinen Änderungen in den letzten vier Jahren mit am schwerwiegendsten und am ähm, negativsten ausgelegt für die Leute, die hierher kommen. Ja. Also ähm, es, geht, es führt einfach das fort, was Sie bisher hier vorgefunden haben in Europa. Könntest du, ähm, könntest du kurz anreißen oder kurz erklären, was, das, was muss ich mir vorstellen? Was bedeutet es, wenn ich eine Person bin, die eine sogenannte schlechte Bleibeperspektive hat? Du sprachst Einschränkungen an oder auch Auslegungssachen. Was ist denn dann mit so einer Etikettierung dann verbunden für eine Person mit sogenannter schlechter Bleibeperspektive? Also, die meisten Leute, die dann hier einen Asylantrag gestellt haben, haben, wenn sie das Glück haben, Dublin zu überstehen, es gibt bestimmte Fristen, die ihnen dann auferlegt werden, in denen sie auch noch nach Italien bzw. in das andere Eintrittsland quasi abgeschoben werden können bzw. überstellt werden können. Wenn sie das überstanden haben, erstmal, das ist schon so eine Zitterpartie von sechs bis inzwischen 18 Monaten, dann haben sie hier die Möglichkeit, das Asylverfahren zu durchlaufen. Und Deutschland hat auf jeden Fall keine Anerkennungsquoten für viele Länder, die irgendwie irgendwas Positives in Aussicht stellen. Also es gibt inzwischen ja auch die Überlegungen, Leute, die bei eine, aus einem Land kommen, wo nur eine fünfprozentige Anerkennungsquote ist, einfach per se zu sagen, das ist auch ein sicheres Land. Das heißt, sie werden immer damit konfrontiert, was so der Anfang von allem Übel ist, dass sie keinen Grund hätten, herzukommen und dass sie... Äh, Ihnen wird unterstellt, dass Sie lügen. Also die Gründe, warum Sie hier sind, werden immer in Zweifel gezogen. Und ähm, das setzt sich dann fort in allen Maßnahmen, die den Leuten hier so begegnen. Also es gibt wirklich ähm, angefangen bei der Unterbringung, also überhaupt Menschen werden untergebracht. Äh, selbst nach Jahren des Aufenthalts in Deutschland. Äh, werden Sie nicht, können Sie sich nicht einfach eine Wohnung suchen, sondern Sie werden irgendwo in Wohnungen von der Unterbringungsfirma hier im Saalekreis des TSBH GmbH äh, untergebracht oder eben auch noch im Lager. Also den Krumper, 13 Kilometer von hier entfernt, ist äh, immer noch ein Lager, ähm, wo Menschen leben müssen. Ähm, ansonsten gibt es äh, in der hallischen Straße auch noch eins, äh, und die Leute müssen dort mit sich mit anderen Menschen, die, das Zimmer teilen. In Krumpa bedeutet das zum Teil für fünf Quadratmeter pro Person, ähm, was auch unter der Richtlinie liegt. Es ähm, interessiert aber seit Jahren einfach niemanden wirklich. Ähm, ja, was gibt es noch? Als nächstes sind die Leute darauf angewiesen, immer wieder, sie haben Ausweise, die sie von der Ausländerbehörde ausgestellt bekommen. Diese müssen sie inzwischen, wenn man in Duldung ist oder eben ohne Bleiberechtsperspektive hier leben muss, ähm, alle vier Wochen erneuern. Das heißt, sie sind daran gezwungen, dazu gezwungen, jedes Mal wieder hierher in die Ausländerbehörde zu gehen und den Ausweis zu erneuern. Dazu kommt, seit zwei, fast zweieinhalb Jahren ähm, ist äh, die Bargeldleistung, die den Leuten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zusteht, äh, eingestellt worden. Es gibt eine Sanktion, das heißt, die ganze Leistung wird um die Hälfte reduziert. Und diese Hälfte wird auch nur noch in Gutscheinen ausgegeben, in den sogenannten Lebensmittelgutschein von der Firma Sodexo. Ähm, mit denen die Leute nur in bestimmten Läden einkaufen gehen dürfen. In Merseburg zum Beispiel ist das äh, im Innenstadtbereich lediglich äh, das Lidl am Bahnhof. Ähm, und dann sind alle Läden ein bisschen weiter entfernt, ähm, was unheimlich äh, Eingrenzungen, also Einschränkungen und Isolation natürlich auch bedeutet für die Leute. Und daran hängen noch ganz viele mehr. Also die Ausgabe der Gutscheine ist so gerade das, ja, man kann sagen, schon perverseste, was irgendwie gemacht wird ähm, für die Leute, die noch hier bleiben dass sie halt keine Tickets kaufen können, zum Beispiel für einen Zug oder für den Bus, sie können keine Medizin kaufen, sie haben keine Möglichkeit, ihre Rechnungen abzubezahlen, ähm, überhaupt rechtlichen Beistand sich zu besorgen, ist ohne Bargeld einfach nicht möglich in diesem Land. Ähm, beziehungsweise wenn sie dann eben zum Amtsgericht gehen, um sich einen Beratungshilfeschein zu holen oder so, werden ihnen dumme Fragen gestellt und so weiter. Also es ist einfach eine Riesenerschwernis. Und dazu kommt einfach auch ein Umgang in der Gesellschaft, die... Permanent davon redet, dass es äh, um vermeintlich illegale Sachen geht, beziehungsweise die Einreise schon illegal war und dass es schon im Gegenübertreten von Menschen gegenüber anderen Menschen, äh, da, da geht es um Ausgrenzung und Diskriminierung, ganz klar. Ja, danke. Du hast äh, genau die verschiedenen Gesetzesänderungen äh, in den letzten Jahren angesprochen. Jetzt habe ich im, im Vorfeld zu dieser Veranstaltung auch noch mal ein bisschen recherchiert. Äh, ja, dieses Jahr Juni 2019 ähm, wurde das sogenannte ge geordnete Rückkehrgesetz äh, verabschiedet, was dann noch mal eine Unterscheidung gemacht hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Nicht nur die reguläre Duldung, sondern eine Duldung nach 60 b, sprich per Gesetz dann auch noch mal restriktiver oder mehr Einschränkungen für betroffene Menschen. Ähm, wo ich auf so Sachen gestoßen bin wie Arbeitsverbot. Äh, könntest du das ein bisschen näher erläutern, was das in der Konsequenz für die Leute bedeutet, die hier sind und ähm, arbeiten möchten oder einen Deutschkurs besuchen möchten, die deutsche Sprache lernen möchten? Ja, ähm, also die Ausgrenzung aus dem gesellschaftlichen Leben beginnt für die Leute natürlich eben äh, in dem, was wir alltäglich das Leben nennen. Das hat natürlich was auch mit Arbeit und Bildung zu tun. Ähm, man muss sagen, im Saalekreis ist das, was jetzt durch das neue Gesetz äh, erlassen wurde, schon länger, also einfach äh, Alltag. Ähm, die Leute haben hier alles, was in diesem neuen Gesetz steht, schon äh, jahrelang zu ertragen. Und ähm, das heißt eben, dass auf ihrem Ausweis draufsteht, dass es das nicht erlaubt ist, eine Arbeit aufzunehmen. Bei manchen Leuten, die ihre Pässe dann irgendwie doch abgegeben haben, die sie abgeben sollen, damit sie abgeschoben werden können, steht dann drauf, darf, dass sie eine Arbeit aufnehmen dürfen, aber das eben immer unter der Prämisse, was man ja auch im Film gesehen hat, dass sie gar nicht safe hier sind und äh, es wird kaum Arbeitgeberinnen geben, die sie irgendwie darin äh, auch einstellen werden, ähm, beziehungsweise gibt es auch Berichte, dass Leute ab von ihrer Arbeit zum Beispiel aus abgeschoben werden. Also es gibt so Gründe, was äh, das weiterhin verhindert, dass die Leute überhaupt Zugang haben. Die Leute, mit denen wir zu tun haben, haben überwiegend keine Arbeitserlaubnis, haben überwiegend keinen Zugang zu Deutschkursen, außer die, die von der Zivilgesellschaft selbst organisiert werden und kostenlos sind. Ähm, außer sie haben natürlich irgendwie ein Umfeld, sich irgendwie gesucht, dass äh, ihnen Unterstützung äh, zukommen lässt. Ähm, ja, dieses neue Gesetz ist, äh, birgt noch so einige mehr, mehrere Schwierigkeiten in sich, ähm, vielleicht noch kurz dazu, dass der Grund, warum die Leute Gutscheine bekommen, ähm, sind inzwischen auch Gründe warum, also wirklich fast eins zu eins dieselben Gründe, warum sie auch in Abschiebehaft genommen werden können und das inzwischen über mehrere Wochen, ähm, was eher einer Beugehaft gleichkommt, sind Menschen, die quasi sich keines Verbrechens schuldig geworden sind, sollen in äh, eine Haftanstalt kommen um dort genötigt zu werden, um ihre Ausweise äh, zu besorgen oder daran mitzuwirken, irgendwie bei Botschaftsverführungen, zu denen sie gezwungen werden, äh, teilzunehmen, um dann irgendwie das Herkunftsland auszumachen, den Pass zu besorgen, um sie dann eben abzuschieben. Ähm, genau, und die Gründe dafür und wir, die Gutscheine die sind, die überschneiden sich. Also das ist ziemlich krass. Das stelle ich mir auch so ein bisschen schwierig vor, als in der Situation zu sein, wo ich ein, ein Land oder mein Heimatland verlassen muss. Und dann aber zur Botschaft gehen sollte, das ist ja auch ein bisschen widersprüchlich zu, also kann ich zur Botschaft gehen von einem Land, in dem mir Verfolgung droht oder in dem mir Repressalien drohen. Ähm, ist es denn überhaupt für alle Menschen möglich, sich, wenn du sagst, es, es liegt oft an, so, an der sogenannten nicht vorhandenen Mitwirkungspflicht, ist es denn für alle Menschen möglich, sich überhaupt äh, hier anerkannte Ausweisdokumente zu beschaffen? Ein bisschen aus der Praxis vielleicht berichtet. Ähm, ja, die sogenannte Mitwirkungspflicht ist der Grund allen Übels, warum die Leute gegängelt werden und eben auch in diese Maßnahmen gesteckt werden bzw. Sanktionen bekommen, ähm, eben sich den Reisepass zu besorgen. Dieser Reisepass wird nicht gebraucht, damit sie dann mehr Rechte hier haben, sondern eben damit sie abgeschoben werden. Ähm, und die Erfahrung, die wir bisher gemacht haben, ist, wenn Leute das wirklich versucht haben, auf eigene Faust sich diesen Reisepass zu besorgen, das heißt, sie sind in die Botschaft ihrer, ihres Herkunftslandes gegangen, meistens in Berlin sind die, ähm, dann kommen sie da gar nicht weit. Also dann wird ihnen auch ganz schnell vorgehalten, dass sie doch gar nicht aus dem Land kämen oder dass sie äh, hier jetzt irgendwie nichts zu suchen hätten. Sie werden auch ohne Schriftstücke wieder zurückgeschickt und ähm, damit hat die Ausländerbehörde wiederum Grund zu sagen: nee, ihr wart doch gar nicht dort. Also ihnen wird weiterhin unterstellt, dass sie lügen würden. Ähm, genau, und ansonsten gibt es natürlich die Momente, wo äh, es Gründe gibt, sich dann doch diesen Reisepass zu besorgen. Dann schaffen es die Leute auf irgendwelche Wege, weil sie vielleicht zu Hause, die Familien kontaktieren, wenn sie dann noch jemanden haben. Wenn sie es zum Beispiel dann schaffen, dann haben sie haben so einen Reisepass, ähm, legen den vor zur Anerkennung und dann wird wiederum angezweifelt, ob der überhaupt echt ist. Also es entwickelt sich so ein bisschen so ein Paradox um diesen Reisepass. Ähm, genau, das äh, würde ich sagen. Es ist alles eher eine Farce, also es wird quasi nur als Mittel zum Zweck der Drangsalierung verwendet. Und wenn ich das vorher Angeführte richtig verstanden habe, also zum einen ähm, gibt es wohl eine große Anzahl Menschen, die hier gerne arbeiten würde, aber hier nicht arbeiten darf. Und es gibt eine große Anzahl Menschen, die gerne auch die Sprache lernen würde, aber die Sprache nicht lernen darf. Ähm, okay, und? Ja, ähm, vielleicht kurz dazu. Ich bin kein großer Freund davon äh, zu sagen, dass die Leute hier sich unbedingt nur aufhalten sollen dürfen, weil wir sie brauchen als Arbeitskräfte oder weil sie sich irgendwie in irgendeiner Form gut integriert hätten. Ähm, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch das Recht hat, sich frei zu bewegen, ähm, ebenso wie eigentlich alle Europäer und vor allen Dingen die deutsche Bevölkerung sich weltweit am freiesten bewegen darf. Ähm, sollte das allen Menschen gleichermaßen zustehen? Es sollte auf jeden Fall einfachere Wege und legalere Wege geben, sich in die anderen Länder zu bewegen. Ähm, genau, und wenn Sie dann hierher kommen, und jetzt inzwischen hier eine Situation vorfinden, wo auch noch eigentlich offensichtlich ist, dass es demografische Gründe gibt und auch wirtschaftliche Gründe, warum sie eigentlich bleiben sollten. Dann verstehe ich wiederum nicht, gesellschaftlich gesehen und auch wirtschaftlich gesehen, warum man den Leuten nicht die Hand reicht, sich für alles, was bisher passiert ist, einfach auch bei ihnen entschuldigt und sagt, äh, bitte bleibt hier. Also gerade in Gegenden wie Sachsen-Anhalt, hier wird alles immer älter, hier die Stadt hat 50 plus Durchschnittsalter, äh, hier sind ein Haufen junge Leute, die haben ist vielleicht nicht unbedingt sich ausgesucht hier sein zu müssen in Merseburg. Sie wären bestimmt lieber in einer größeren Stadt. Aber jetzt sind Sie nun mal hier und äh, ich halte es für einen weitaus besseren Vorschlag, eben die Hand zu reichen und zu sagen: Wir bieten euch hier Möglichkeiten an Ausbildung und äh, Arbeit. Bleibt bitte hier. Das fände ich einen adäquaten Umgang mit der Situation, die wir gerade hier haben. Auch wenn es mir ein bisschen widerstrebt, diese Wörter dafür zu benutzen, aber es klang so ein bisschen nach. Es hat nicht nur etwas mit Glück oder Pech zu tun, aus welchem Land ich komme, sondern mehr oder weniger hat es auch ein bisschen was mit Glück oder Pech zu tun, wo in Deutschland ich mich dann aufhalte oder aufhalten muss, oder hätte ich, oder haben die Menschen auch die Möglichkeit, sich an einem anderen Ort innerhalb Deutschlands aufzuhalten? Ähm, also das erste ist das Glück der Geburt, natürlich. Also wer in Deutschland geboren ist äh, mit deutschen Eltern, der hat einfach Glück gehabt. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, und die Menschen, die dann diese dies nach Deutschland schaffen, die schaffen nicht, wegen Dublin wieder zurückgeführt werd, zu werden. Ähm, das ist nicht wirklich eine Lotterie. Es gibt den Königsteiner Schlüssel. Äh, Nachdem werden die Leute verteilt und es gibt äh, bestimmte Gruppen von Menschen, die in bestimmte äh, Lernkreise dann verteilt werden beziehungsweise Bundesländer. Die ko Leute kommen erst nach Halberstadt. Das ist schon ziemlich trostlos. Jeder, der mal die Möglichkeit hatte, sollte dort mal vorbeigucken, wie Menschen hier begrüßt werden in Sachsen-Anhalt. Ähm, auch Vorfälle, die dort passiert sind, sprechen keine Willkommenssprache. Und dann glauben die Menschen, wenn sie da endlich rauskommen, sie haben es geschafft und kommen jetzt, haben Zugang auch zur Gesellschaft und so weiter, der ihnen dort ebenfalls sehr erschwert wird. Ähm, und für die meisten, die ich kenne, die dann hier zum Beispiel nach Krumpa kommen, glauben eigentlich eher, dass sie äh, im Nirgendwo landen. Und das hat natürlich was mit Pech in Anführungszeichen zu tun. Die Leute können sich das nicht aussuchen, wo sie hinkommen. Sie haben auch Aufenthaltspflichten, also Meldepflichten und Aufenthaltspflichten für den Landkreis. Die Residenzpflicht ist insofern abgeschafft, dass die Leute sich natürlich einfach bewegen dürfen, wenn sie woanders irgendwie kontrolliert werden, keinen Stress dafür bekommen direkt. Aber sie haben natürlich die Pflicht, sich Wegen Ausweiserneuerungen, Bargeld bzw. Gutscheinauszahlung immer wieder im Landkreis zurückzumelden. Sie dürfen auch nicht woanders hinziehen, außer sie haben Verwandte, ersten Grades woanders oder sie haben tatsächlich andere Gründe, wie dass sie ein Kind bekommen irgendwo oder dass sie eine Arbeitsstelle haben, wenn sie denn arbeiten dürfen. Genau, aber offiziell sollen sie sich hier aufhalten. Und es ist mit den Gutscheinen auch ganz klar ausgedrückt, dass die Leute sogar in Krumpa bleiben sollen. Also, wer kein Geld für ein Busticket und ein Zugticket bekommt, äh, hat quasi keine Chance, aus einem Nest zu entkommen, das 13 äh, Kilometer von der nächsten größeren Stadt entfernt ist. Also, das ist schon eine klare Ansage. Also, ein bisschen, wenn ich das Glück habe und körperlich in der Lage bin, vier Stunden hin und vier Stunden zurück zu Fuß bewältigen zu können, also dann doch eher in der ja. Praxis nicht. Mhm. Nochmal kurz den Schlenker zurück zum Film. Waren ja viele bewegende Szenen. Und ähm, meiner Meinung nach hat der Film auch nochmal klargemacht, wie viel Flucht auch mit Traumatisierung und Traumata zu tun hat. Ähm, aus eurer Erfahrung gibt es äh, für Menschen, die hier angekommen sind, Angebote in irgendeiner Art und Weise, Trauma zu bearbeiten? Nein, im Gegenteil. Also, es gibt in Halle das PSZ. Die machen großartige Arbeit, äh, sind völlig überlastet. Es gibt hier und dort gute Ärztinnen und Ärzte, es gibt vielleicht die eine oder andere Psychologin und Psychologen, Psychiaterin, die sich vielleicht solcher Fälle auch mal annehmen können, wenn sie denn überhaupt die Sprachbarriere überwinden. Aber ich würde sagen, um wirklich Traumata abzufangen, gibt es hier gar keine Strukturen. Im Gegenteil, das, was wir für Erfahrungen auf der Ausländerbehörde machen in Begleitung, wir machen die Erfahrung natürlich nicht selber, aber die Erfahrung, die wir machen, was den Leuten dort widerfährt, ist absolut retraumatisierend. Bis dahin, dass die Leute, die sie begleiten, sekundar traumatisiert werden dadurch, was sie dort miterleben. Es ist ja schon die Geschichten manchmal von den Menschen zu hören, nimmt einen schon absolut mit. Aber wenn man dann noch erlebt, was die Menschen hier für Stress bekommen. Für ihre bloße Existenz in diesem Landkreis ähm, kann man da nicht davon sprechen, dass sich irgendjemand darum schert, was sie vorher erlebt haben. Also, ja, kann man, kann man nicht so, nee, es gibt kein, keine Strukturen, die das auffangen. Es gibt einzelne Menschen, sehr stabile Menschen in Merseburg, die in der Lage sind, sich mit den Menschen zu beschäftigen und sie auch aufnehmen und auffangen und äh, mit ihnen zusammen suchen Wege suchen, da rauszukommen. Ähm, aber das sind keine Strukturen, wo man von einer organisierten Zivilgesellschaft reden kann. Jetzt hat ja vor kurzem ähm, Afghanistan sogar noch Syrien abgelöst, äh, also innerhalb des Global Peace Index, der so ein bisschen den Vergleich zieht, international, in welchen Ländern ist es denn am sichersten oder am unsichersten für Menschen? Und ähm, nach wie vor gibt es trotzdem aber auch teilweise Sammelabschiebungen nach Afghanistan. Habt ihr da auch Erfahrungen mit äh, gemacht? Beziehungsweise es, in den Medien wird ja oft äh, kommuniziert: na, wenn abgeschoben wird, dann hat das aber was mit Kriminalität zu tun oder dann ist das etwas, was in irgendeiner Art und Weise selbst verschuldet ist oder es, es wäre nicht die Norm. Aber auf der anderen Seite gab es dann wohl doch Begegnungen mit Menschen, die hier eigentlich nur versucht haben, sich ein neues Leben aufzubauen und dann auch nach Afghanistan abgeschoben wurden. Einen Tag später wohl dann auch schon im Krankenhaus sich befanden. Was sind da eure Erfahrungen? Also, wir haben jetzt hier in der Arbeit im Café Internationale schon seit äh, mehreren Jahren keinen Kontakt mehr zu Menschen, die aus Afghanistan kommen. Ähm, ich weiß aber auch, dass in unmittelbarer Nähe, den Leipziger Flughafen, äh, öfters diese Sammelabschiebungen stattfinden. Ich selber komme aus Leipzig, äh, weiß auch, dass es da ein sehr großes Thema in der Community ist. Ähm, und zu dem Punkt, dass nur menschen die irgendwie als gefährder in oder so eingestuft werden oder kriminelle vorgeschichten haben muss man sagen, dass es in Deutschland für Menschen ohne deutschen Pass sehr leicht ist, als kriminell eingestuft zu werden. Da reicht es aus, wenn man zu oft äh, mit, beim Fahren ohne Ticket erwischt wurde, was zum Beispiel auch jetzt durch die Gutscheine begünstigt wird. Ähm, es reicht aus, einfach überhaupt äh, nicht der Weiß, mit weißer Hautfarbe hier durch die Gegend zu laufen, um von der Polizei verstärkt kontrolliert zu werden, somit auch öfter in die Verlegenheit zu kommen. Äh, auffällig zu sein oder eben sogar auch dann dazu genötigt zu werden, sich irgendwie zu, fehl zu verhalten. Da gibt es viele Beispiele, wo Behörden hier auch so agieren, um die Leute überhaupt in diese Situation zu bringen. Ähm, und da würde ich auch sagen, das trifft natürlich auch auf die afghanische Community zu. Ähm, und ich würde ganz klar sagen, das ist äh, mit eines der größten Verbrechen Menschen in ein Kriegsgebiet abzuschieben. Also das hat nichts mehr mit Anstand und Moral zu tun und schon gar nicht mit den Gesetzen, die in diesem Land eigentlich bestehen. Das, äh, das ist die Frage. Ist ja, so ja, danke, genau das war die Frage. Ist ja doch ein äh, Ressentiment, würde ich sagen, was oft einem immer wieder in Gesprächen begegnet. Und ich finde es einfach gut, da nochmal aufzuzetteln. Ne? Wenn, wenn die Straftat dann das Schwarzfahren ist, weil ich kein Bargeld habe, um den Bus zu benutzen. Ich glaube, das beantwortet meine Frage doch. Danke. Du hast äh, angedeutet, dass ihr in eurer Gruppe, also die Unterstützungsarbeit, die ihr macht, ist äh, zum Teil Ämterbegleitung oder Behördenbegleitung oder Menschen in diesem Bürokratiewirrwarr zu unterstützen. Wenn du möchtest, äh, stell doch gerne noch mal kurz vor, ja, welche, was macht das Kaffee Internationale? Und wenn du möchtest, gerne auch, gibt es noch andere Gruppen in der Region, die sich auch engagieren und vielleicht machen die das auf andere Arten und Weisen. Wie, und wie sieht das aus? Ja, also das Kaffee Internationale gibt es jetzt seit Fünfeinhalb Jahren, über fünfeinhalb Jahre schon. Wir haben uns 2014 damals gegründet in Merseburg, vor allen Dingen, weil wir gemerkt haben, dass es für eine bestimmte Gruppe von Leuten keinen Zugang gibt zu einer Beratung oder auch überhaupt zu einem äh, Austausch darüber, ähm, wie es mit ihnen und ihrer Geschichte weitergehen kann. Ähm, verschiedenste Gründe, warum das nicht funktioniert hat. Auf jeden Fall haben wir das Café eröffnet und es kamen immer mehr Leute dazu uns und tragen immer mehr. Auch Probleme vor allen Dingen zu, dazu äh, zu uns ran und ähm, bringen Briefe mit, die sie erstmal übersetzt bekommen müssen, weil sie natürlich der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind und das äh, Amtsdeutsch ist ja einfach auch nicht leicht zu verstehen. Ja, da weiß ich auch nicht, ob ich das ja, als Muttersprachlerin verstehen Genau. Würde. Ähm, und mit diesen Briefen gekoppelt sind so viele Probleme verschiedenster Art schon irgendwie. Ja, die, die man dann so angeht, das ist viel soziale Arbeit, was wir dann da machen. Äh, Leute eben zum Amt auch zu begleiten oder eben mit ihnen zusammen eine anwaltliche Vertretung zu suchen oder erstmal auch überhaupt auf die Briefe zu reagieren, indem man Widersprüche schreibt oder klar, äh, Stellungnahmen oder je nachdem, worum es halt auch geht. Ähm, ansonsten ist die Idee des Kaffees eigentlich auch eine, ein Ort der Begegnung zu schaffen. Ähm, unser. Größtes Anliegen war es, einen Raum zu schaffen, in dem die Menschen nicht äh, verfolgt werden, in dem sie nicht diskriminiert werden und nicht aufgrund ihrer vermeintlichen Herkunft ausgegrenzt werden. Aber auch, um die Merseburger äh, Gesellschaft anzusprechen und zu sagen: Ey, kommt doch auch mit dazu, ähm, lernt die Leute kennen, so Barrieren abbauen aller Art, also vor allen Dingen auch was die Sprache angeht oder überhaupt die Isolation durch die Lagerunterbringung und so weiter. Um, und auch einfach für den Tag, wir machen immer an den Auszahlungstagen, öffnen wir immer die Türen, jetzt sind das zweimal im Monat, wenn die Leute die Gutscheine bekommen. Vorher war das immer an einem Auszahlungstag oder einer Auszahlungswoche. Und da war die Idee auch, dass die Leute eine Pause machen können. Also sie müssen zum Sozialamt, sie müssen zur Ausländerbehörde, sie wollen dann wieder weiter, entweder zurück nach Krumpa oder eben zu Freunden nach Halle oder oder oder. Und da war die Idee auch einfach einen Raum zu haben, wo die Leute mal durchatmen können, nicht gestresst werden und auch einfach... Kontakt knüpfen können, genau. Und ansonsten gibt es in der Region, also ich weiß, dass es in Halle sehr gut Strukturen gibt und auch in Leipzig gibt es sehr gute Strukturen. Da muss man halt irgendwie auch hinfinden aus so einer kleinen Stadt, wenn man auch noch äh, sich nicht auskennt in der Gegend. Im Saalekreis selber gibt es auf jeden Fall sehr gute Strukturen, äh, mehr Generationenhaus. Da würde ich sagen, äh, ist auf jeden Fall viel passiert ähm, und passiert auch immer mehr. habe ich so den Eindruck? Ähm, war damals anders. Mein Eindruck von Merseburg, damals waren andere, inzwischen habe ich das Gefühl, da sind sehr viel mehr fitte Menschen. Und ansonsten, ja, so gibt es einen guten Kirchenkreis, die, glaube ich, auch sehr viel machen und auch für Menschen irgendwie Türen aufmachen, die sonst nirgendwo vielleicht eher vor verschlossener Tür stehen. Und ähm, ja, es gibt noch so andere Themenfelder vielleicht, wo ich das Gefühl habe, da passiert jetzt auch langsam ein bisschen mehr. Da geht es vor allen Dingen zum Beispiel um Gesch Geschichte. In Merseburg geht es um die DDR-Zeit. Ähm, es hat sich äh, dieses Jahr die Initiative 12. August gegründet, die sich mit den Morden an den beiden Gastarbeitern äh, 1979 äh, beschäftigt. Und ähm, genau, so gibt es... Immer mehr Leute, die was machen. Jetzt hat sich kürzlich eine Gruppe an der Hochschule oder sogar zwei irgendwie damit befasst, dass dort die Bundeswehr einfach äh, Kriegspropaganda machen darf, während äh, in war irgendwie die Türkei gerade einfällt. Das ist auch sehr interessant und auch der Umgang der Hochschule damit. Ja, also ich glaube, hier passiert langsam immer mehr. Ja. Danke. Ähm, du, hast, äh, du hast auch das Mehrgenerationenhaus angesprochen. Gibt es da nach wie vor noch die ehrenamtlichen Sprachkurse? Für Menschen, die jetzt keinen Zugang haben zu den offiziellen Sprachkursen, wäre das sozusagen eine Anlaufstelle, wenn jetzt Leute den Beitrag sehen und denken, oh, ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, die sind gerade auf der Suche, dann wäre wahrscheinlich das so die Stelle, wo sie hingehen könnten. Ich hoffe doch, dass es das noch gibt. Ich sage jetzt den Leuten dass sie einfach mal vorbeischauen sollen. Ja, ich dachte, du weißt vielleicht noch von <laughs> <laughs> ähm, Ja, ich hoffe, dass es das noch gut. Ähm, Da gibt es auf jeden Fall auch das Café Connect. Das findet immer Freitagnachmittag statt. Ähm, auch eine sehr gute Sache ähm, und wenn es das dort nicht mehr gibt, dann geht dorthin und sagt den Leuten, äh, ich will hier einen Deutschkurs anbieten und macht das auf jeden Fall. Das ist wichtig. Also ich glaube nicht, dass es äh, gut ist, dass alle, die ganze Zivilgesellschaft äh, staatliche Aufgaben übernimmt, aber solange der Staat schläft oder beziehungsweise mit Absicht das vernachlässigt, dann müssen das halt äh, stabile Menschen machen. Ja. Gibt es auch Leute, die sich äh, Konkret mit der Gutscheinsituation beschäftigen und da versuchen, Unterstützung anzubieten? Ja, ähm, also es wurde am Anfang, wurden wir auch mehr oder weniger überrascht von der Situation. Ähm, da kamen dann die ersten Familien, also da sind auch Kinder von betroffen, die auch kein Bargeld mehr haben, ähm, zu uns und haben uns erzählt, dass sie jetzt eben diese Gutscheine bekommen. Und das sind Wertgutscheine, die sollen eins zu eins quasi damit auch einlösbar sein in den Supermärkten. Und unsere Reaktion daraufhin war: als erstes, okay, ihr braucht Bargeld für andere Sachen, als nur bei Lidl einzukaufen. Hier nehmt unser Bargeld und gebt uns die Gutscheine. Also, finde ich, ganz normalen Akt. Ähm, es gibt Leute, die gehen zusammen mit den Menschen einkaufen. Ähm, und es gibt Leute, die spenden den Menschen einfach auch so Geld. Ähm, genau. Wir haben gemerkt, dass es wird immer dringlicher und die Leute haben immer größere Probleme, damit einfach nur mit den Gutschein einzukaufen zu gehen. Abgesehen davon, dass es auch nochmal an der Kasse eine einfach sehr diskriminierende Situation gibt, wenn die damit einkaufen müssen, ähm, haben wir, sind wir dazu übergegangen, die offiziell zu tauschen. Also ähm, würde ich auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Kann man auch ruhig ausstrahlen. Ähm, dieses, diese unmenschliche Praxis muss man irgendwas entgegensetzen. Ich glaube nicht, dass das die politische Lösung ist. Ähm, die Leute kriegen trotzdem ja auch nur die Hälfte des Geldes und wir können nicht mehr Geld rausgeben, als wir äh, kriegen unbedingt, nicht oft, nicht viel. Aber ähm, ja, was soll der Scheiß? Also die Leute in dieser, in dieser Misere zu lassen, wenn man da irgendwie da auch was dran ändern kann, dann kann man das wenigstens so mit diesem kleinen Schritt machen, äh, indem man die Gutscheine eins zu eins tauscht. Uns wird zum Beispiel vorgeworfen seitens der Ausländerbehörde, äh, speziell Jan Rosensteins, dass wir einen Schwarzmarkt betreiben. Er nennt den Tausch von 1 zu 1 im solidarischen Modus, äh, den wir da machen, also es ne, ist eine Form von Solidarität, nennt er Schwarzmarkt, aber ich muss mal ganz klar sagen, es gibt einen Schwarzmarkt durch diese Gutscheine und da wird 2 zu 1 getauscht. Also das ist, was er verursacht hat und nicht, was wir irgendwie noch dadurch befeuern, im Gegenteil. Ähm, und was sonst noch damit einhergeht, wenn die Leute so marginalisiert sind und auch eben äh, ausgegrenzt sind durch die Gutscheine ist natürlich, dass äh, sich Mittel und Wege gesucht werden müssen, zu überleben und auch sich irgendwie davon mal abzugrenzen und abzuschalten. Und die sind mit weniger Geld und äh, weniger Zugang zu Arbeit und so weiter nur verheerender. Ja, also man kann schon davon sprechen, dass die Leute verrückt werden, dass die Leute keinen Ausweg mehr finden und dass die Leute aggressiv mitunter werden. Also das ist auch offensichtlich und auch meiner Meinung nach äh, gewollt. Mhm bevor ich jetzt mit meinen nächsten Fragen komme, will ich das erste Mal äh, ja, die Runde öffnen, falls es Fragen aus dem Publikum gibt an Max oder an mich oder an uns. If there are any questions or somebody wants to make an own statement or somebody has feeling, there is a point we should mention. <laughs> ja, wenn es in Ordnung ist, würde ich, wenn du gefragt hast, deine Frage mit dem Mikro wiederholen. ich würde das mal zusammenfassen als ein Appell, sowohl an die Ausländerbehörde als auch an Stadt und Landkreis, dass gerade durch solche Prozeduren und zusätzliche Repressionsmaßnahmen also nicht nur die Leute schikaniert werden, sondern dass es zusätzlich die Arbeit der Integrationslotsinnen und Lotsen erschwert, verunmöglicht. Du hast eine Situation angesprochen, was ist denn, wenn mitten in der Nacht ein Krankheitsfall in der Familie Eintritt, ein Kind weint und ärztliche Versorgung braucht, aber ähm, die 5 Euro für Behandlungskosten sind nicht da. Also es ist nicht die Möglichkeit, einfach zur Apotheke oder zu einem Arzt zu gehen. Ähm, du hast angesprochen, dass sich äh, auf der Behörde selbst das Wachpersonal sich nicht respektvoll gegenüber den Menschen, die betroffen sind, aber auch nicht respektvoll gegenüber Integrationslotsinnen verhält. Dass es dazu Vorfällen kommt, wo Integrationslotsen auch vom Wachdienst in Zimmer Du hast nicht gesperrt gesagt, aber die Anweisung bekommen, sich in ein Zimmer zu begeben und das Zimmer erstmal nicht mehr verlassen dürfen. Und dann verstehe ich den Einwand jetzt als einen Appell, dadurch bitte eher noch diese wichtige Arbeit der ehrenamtlichen Integrationslotsinnen zu unterstützen und nicht zusätzlich strukturell zu erschweren oder zu ermöglichen. Und es auch nochmal angesprochen, dass ganz oft aus der Mehrheitsgesellschaft dann die Ressentiments kommen, Integration würde nicht funktionieren. Woraufhin deine Antwort aber wäre: Naja, sie wird ja strukturell verunmöglicht. Das als offene Frage, auf die du dir auch gerne eine Antwort wünschen würdest. Danke. Habt ihr ähnliche Erfahrungen bereits gemacht? Also, ein Besuch auf der sogenannten Ausländerbehörde aus dem Ausländeramt bzw. dem Asylzentrum Merseburg ist immer damit verbunden, für die Betroffenen am meisten, also für die Menschen, die dorthin müssen, äh, Gefahr zu laufen, entweder von der Security äh, angegängelt zu werden, bis auch äh, Übergriffe fanden auch schon statt zuhauf. Ähm, oder eben von MitarbeiterInnen oder dem Chef persönlich äh, so in die Ecke getrieben zu werden, ähm, dass sie quasi selber nicht mehr anders können, als sich aufzuregen und dann äh, vor die Tür gebracht werden durch und auch Polizei bis zu Verhaftungen, die auch auf der Ausländerbehörde stattfinden. Ähm, wenn wir die Leute mit begleiten, hat das immer was damit zu tun, dass wir uns vorher da, da gewiss sein müssen, dafür stark sein müssen, dass dass die Leute also wir bestätigen damit ja quasi nur, dass die Menschen dort auf dieser Behörde nicht alleine zu Rande kommen, weil die Strukturen strukturell sind sie rassistisch und gegen sie gerichtet. Und äh, wir bekommen dann mit, damit bestätigen wir in erster Linie schon mal, ähnlich wie das, die, das System der Integrationslosen in dem Moment auch macht, äh, dass es weiße Menschen braucht, die das begleiten. Das ist schon mal einfach ein ganz ekelhafter Zustand. Ähm, dann kommen wir schon mit, dann weiß man manchmal nicht. Hilft man jetzt mehr der Behörde oder hilft man jetzt eigentlich der Person? Man übersetzt etwas, die Behörde kann leichter arbeiten dadurch, kommt besser zu ihrem Ziel. Das sind zum schon Beispiel schon so Probleme. Und dann kommt es auch noch dazu, also ich habe jetzt schon verschiedene Besuche auf dieser Behörde gehabt, in denen mir ein Hausverbot angedroht wurde, weil ich nach mehrmals nachgefragt habe, wie es denn rechtlich sein kann oder weil ich mehrmals darauf hingewiesen habe, dass es so nicht gehen kann, dass es moralisch mindestens nicht vertretbar ist, aber auch rechtlich meiner Meinung nach in vielen Fällen sehr fragwürdig ist. Ähm, ja, und wir haben auch Begegnungen gemacht. Äh, dass Ich stehe dann in dem Zimmer mit einer Person und stehen vier BearbeiterInnen gegenüber plus Chef und im Rücken haben wir zwei Securities, die quasi schon mit den Knöcheln knacken ähm, und auf dem, raus, auf dem Weg nach draußen uns anpöbeln und versuchen uns irgendwie zu provozieren äh, und eindeutig auf Gewalt aus sind. Also die Zustände in dieser Behörde unter Jan Rosenstein sind fatal und ja, führen zu mehr Leid. Was du jetzt unter anderem auch angesprochen hast, ist äh, struktureller Rassismus, und da kam mir auch gerade noch mal ins Gedächtnis der Film, den wir uns angeschaut haben. Der, der, also der spielt zwar in der Schweiz, aber ich würde einfach mal fragen, ob es da Parallelen gibt oder ob das vielleicht vergleichbare Zustände sind. Also einige Protagonistinnen im Film äh, haben erzählt, wie schwierig es ist. Sie kommen aus ähm, größtenteils afrikanischen Ländern, die äh, bis heute noch unter den Folgen der Kolonialzeit zu leiden haben, sind dann aber die Personengruppe, denen in den seltensten Fällen überhaupt ein Bleiberecht oder ein Asylgrund oder Irgendeine Möglichkeit anerkannt wird, dann auch in einem europäischen Land zu bleiben? War das dann im Film nur für die Schweiz oder siehst du da Parallelen zu hier? Ich würde sagen, hier nimmt es dann nochmal größere Ausmaße an. Die Mittel in Deutschland sind natürlich nochmal ganz andere. Und trotzdem, also diese Haltung, da saß ein Behördenmitarbeiter da und hat in einem ziemlich lockeren Ton gesagt, dass er noch nie einem Menschen aus einem westafrikanischen Land einen Aufenthalt teilen konnte oder musste oder durfte. Und das war für ihn ganz normal. Also der Ausdruck, den er dabei in der Stimme hatte und auch sein Gesichtsausdruck, war der eines sich selbstsicheren und selbstgefälligen Bürokraten, der aufgehört hat zu denken und einfach das macht, was er kann. Und das hat eine strukturelle Form von Rassismus auf jeden Fall. Berücksichtigt weder die Kolonialzeit, aber auch gar nicht, was wir auch heute noch mit den ganzen Ländern machen. Also ich würde sagen. Klar, es gibt keine Kolonien mehr, aber die Länder werden weiterhin ausgebeutet ähm, bis aufs Letzte und wir holen alles, was wir brauchen können, von dort und schicken halt unseren Müll zurück, so, oder unsere billige Milch. In dem Film war das Beispiel mit der Milch genau und sich dann noch hinzusetzen und sagen, ja, wir gönnen den Leuten noch eine freiwillige Rückkehr und geben ihnen sogar noch Geld dazu, das ist die größte Farce an der ganzen Sache. Das Geld ist dort am Ende nur noch gar nichts mehr wert, wenn sie damit selber sich wirtschaftlich gar nicht überleben, über Wasser halten können. Ähm, und davon wahrscheinlich eher wieder darüber nachdenken, wie sie die, nächsten, die nächste Flucht nach Europa antreten können. Ähm, ja, es ist eine Farce ähm, und ich würde sagen, das, was wir in dem Film gesehen haben, ist hier noch mal schlimmer, weil Deutschland weitaus mehr Verantwortung trägt für das, was äh, in den afrikanischen Staaten oder auch weltweit äh, passiert. Ja, bis heute, nicht nur kolonial betrachtet. In der Recherche zur heutigen Veranstaltung ähm, habe ich mir so ein bisschen die Zahlen aus dem letzten Jahr angeschaut und da wurden festgehalten, dass es ähm, allein 6800 sogenannte Freiwillige ausreisen, die immer auch staatlich gefördert sind, ähm, im ersten Halbjahr 2019 eben gab, aber dass man sagen muss, äh, es gibt noch andere Formen eben von nicht geförderter. Ausreise, da sprechen wir dann schon 14.500 Menschen in diesem kurzen Zeitraum das Land verlassen haben. Und also muss man zur Erklärung vielleicht noch sagen: Natürlich gibt es ganz, ganz viele verzweifelte Menschen, die ohne sich bei irgendeiner Behörde abzumelden dann wieder Deutschland verlassen, weil sie hier eben keine Zukunft mehr sehen und keine Chance mehr sehen. Dann würde ich vielleicht zwei Fragen daraus machen: Wie freiwillig ist denn eine freiwillige Ausreise? Oder was? Bedeutet das, was muss ich mir darunter vorstellen? Und wie ist deine Haltung dazu, dass auf der einen Seite ähm, unglaublich viel Geld dafür ausgegeben wird, Leute zurückzuschicken, sei es jetzt freiwillig unter Zwang oder durch die Verunmöglichung von Lebensperspektiven? Okay, erstmal Frage 1. Ja. Ja, ja, vielleicht auch wieder gemessen am demografischen Wandel und äh, der wirtschaftlichen Sinnvoll. Also wie sinnvoll ist es, die Leute eben wieder wegzuschicken oder eigentlich einzuladen, hier zu bleiben. Ähm, das Geld, was dafür ausgegeben wird, kann auch locker für die Ausbildung der Leute ausgegeben werden und für die sogenannte Integration, wenn man denn unbedingt will. Ähm, freiwillige Ausreise. Ich äh, war vor kurzem das erste Mal seit meiner äh, mehrjährigen Tätigkeit im Café Internationale mit jemandem äh, in einem Büro des Deutschen Roten Kreuzes, das berät zur freiwilligen Ausreise. Ähm, der Weg, der da hingeführt hat... Dass er gesagt hat, ich komme mit zu dem Beratungstermin, war durchzogen von Psychiatrieaufenthalten, äh, Illegalität, ähm, schlimmer Zeit von wirklich, also die schlimmsten Phasen, die ich irgendwie mit ihm da zum Teil miterleben musste, was ich niemandem wünsche. Und der Mensch ist einfach noch ganz jung und hat gesagt: Okay, wenn es eine Fördermöglichkeit gibt für mich in meinem dem vermeintlichen Herkunftsland, dann machen wir das jetzt. Und wir sind hingegangen und das Angebot. Was er dort bekommen hat, also er ist von viel mehr ausgegangen und das, was er da angeboten bekommen hat, hat er gesagt: Davon könnte ich mir nicht mehr eine Toilette kaufen. Also er kommt aus einem Dorf, wo er einfach nichts hat und er hat gesagt: Das ist kein Angebot. Also äh, dafür ist er nicht hergekommen. Er ist hergekommen, um seine Familie in seinem Heimatland über Wasser zu halten. Ähm, und das ist absurd, wenn man sich das mal vor Augen führt. Abgesehen auch, ja, dafür sind die Leute nicht hergekommen, um freiwillig zurückzugehen. Und vor allen Dingen nicht unter dem Druck, den sie hier vorher ertragen müssen. Nein. Ja, also ich halte von dem Konzept nichts und ich halte vor allen Dingen nichts davon, Großwerbung, Werbung im ganzen Land zu machen und die Leute dazu aufzufordern. Also dann lieber so, wie der eine äh, Herr in dem äh, Camp in Italien gesagt hat, dass sein Ziel war eigentlich, äh, aus der Elfenbeinküste herzukommen und zu studieren und dann wieder zurückzugehen, um dort äh, in der Elfenbeinküste eine eigene Schokoladenfabrik oder was, was weiß ich aufzubauen. Äh, ich glaube, die Leute haben eh nicht vor, für immer im kalten Europa zu bleiben. Ähm, oder wenn, ist auch egal, aber klar, also ich glaube, es gibt andere Mittel und Wege, einen Ausgleich von Hilfe, wir werden hier zu viele oder so, überhaupt in, zu entgegnen. Also das ist totaler Schmarrn und ja, die freiwillige Ausreise wird da nichts ändern, dass auch im Jahr mehr Leute kommen als freiwillig ausreisen. Dann hast du vorhin schon kurz angesprochen, äh, unter anderem besteht eure Unterstützungsarbeit auch tatsächlich, da, tatsächlich darin, Behördenbriefe zu erklären oder gegebenenfalls bei Widersprüchen gegen Bescheide oder Widersprüche gegen Verordnungen zu unterstützen. Und ähm, ich habe mir noch mal so ein bisschen die Zahlen angeguckt und war doch sehr schockiert. Also allein im ersten Quartal 2019, da wurden mehr als ein Viertel, also 27 Prozent aller inhaltlich durch Gerichte überprüften negativen BAMF-Bescheide, also wo Menschen gegen ihren negativen Bescheid geklagt haben die wurden wieder aufgehoben, weil das Gericht gesagt hat, nee, also wieso hat diese Person einen negativen Bescheid äh bekommen? Das ist nicht haltbar und da stelle ich mir die Frage und das sind ja allein nur die Zahlen von Menschen, die irgendwie die Möglichkeiten hatten, einen Widerspruch einzulegen oder zu verstehen, welche Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Ist seine Einschätzung, dass das die Mehrheit der Leute ist, also könnten theoretisch alle Leute, die einen negativen Bescheid bekommen, auch dagegen klagen oder ist das eher eine Theorie und in der Praxis sind Leute dann doch eher auf Unterstützung dabei angewiesen, kann das gar nicht jeder und jede so einfach? Verschiedene Ebenen, würde ich sagen. Ähm, wir geben in erster Linie erstmal den Hinweis, dass die Leute das machen können. Ähm, wir geben Kontakte zu Anwältinnen, die ihnen dabei un Unterstützung zukommen lassen, ähm, also sie auch juristisch vertreten im Fall der Fälle. Ähm, Nichtsdestotrotz müssen die Leute den Schritt selber gehen. Also ich kann keinen Widerspruch für sie schreiben und das einfach für sie unterschreiben. Sie müssen das selber machen wollen und ähm, sie müssen auch die Zeit, bis es zu einem Gerichtsprozess kommt, durchstehen in der Situation, in der sie sind. Das ist jetzt auch nicht einfach so gegeben. Ähm, jetzt in dem Gutscheinsystem: ja, wer soll sich da noch einen Anwalt leisten, nachdem er negativ Bescheid bekommen hat und nur noch diese Gutscheine bekommt? Der erste Termin beim Anwalt kostet in der Regel 150 bis 200 Euro. Ähm, das können wir auf jeden Fall auch nicht aufbringen. Es gibt Rechtshilfefonds, die bestimmte Fälle auch übernehmen, aber die bei weitem nicht alles abfangen. Also wenn man jetzt hier von einem Viertel ausgeht, wäre mal interessant, wie viele äh, Asylbescheide, Negativbescheide überhaupt dann auch zum Widerspruch und zu einem Verfahren gebracht werden, um mal abzugleichen, äh, was für, von was für Zahlen wir überhaupt reden. Ne? Ähm, aber ja, ich habe ähm, ein paar Leute dabei begleitet, wie sie eben im Widerspruch gegangen sind. Man merkt schon, dass das Gericht nochmal ein anderes Standing und nochmal ein anderes Verständnis auch von den Situationen der Leute hat. Ähm, aber nach wie vor gibt es große Aspekte der gesamten Hintergründe bei den Leuten, die einfach nicht berücksichtigt werden. Weiterhin gibt es eben dieses Reden von der Wirtschaftsflüchtlingsgruppe äh, und. Ähm, die Sachen, die die Leute zum Beispiel auf dem Weg hierher erlebt haben, sei es in Libyen oder sei es eben in Italien oder anderswo, wird überhaupt nicht richtig berücksichtigt, auch nicht im Gerichtsverfahren. Also da habe ich schon den Eindruck, da fehlt es noch ganz klar an äh, Gründen, warum Leute auch irgendwie das Recht haben, einfach sich erstmal hier aufzuhalten ähm, und zu bleiben. Und dann ist ja, was da auch noch interessant ist, ist, dass es ja sogar Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. Also wenn man auch wieder eine Sache von Pech. Kann man schon so sagen, wenn man in Halberstadt landet, ist die Chance auf einen positiven Bescheid einfach 10% geringer als im Rest Deutschlands. Das ist hart und einfach richtig richtig mies. Und wenn man dann auch noch nach Merseburg kommt, wo man Schwierigkeiten hat bis dahin, dass man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, ja, da durfte sich die Zeit dann noch weiter nach unten. Ich würde einfach, weil wir zeitlich schon ein bisschen knapp sind, nochmal in die Runde gucken, ob gern irgendwer noch was sagen möchte, eine Frage stellen möchte. Ich just want to ask one more time, if somebody wants to say something or to ask something. I'm trying to translate it. Also von einer betroffenen Person nochmal die Ansage, dass Menschlichkeit und Liebe auf jeden Fall stärker sein sollte, als all dieses Leid, das die Menschen gerade durchmachen. Er sagt, ich, ich bin ein afrikanischer Mensch, ich bin ein Immigrant hier, aber wir sind alles Menschen und ich glaube an Menschlichkeit und an Liebe. Und äh, dass es sehr, sehr schwierig ist, weil die Menschen hier in Situationen feststecken, die so negativ sind. Aber dass man trotzdem jeden Tag wieder versucht, in die Zukunft zu sehen. Und dass man jeden Tag auch wieder hofft, es gibt eine Zukunft. Eine Zukunft, in der Menschlichkeit stärker ist. Thank würde es einfach gerne lassen. Dann äh, würde ich zu meiner vielleicht, also von meiner Seite letzten Frage kommen, aber danach soll auch noch Zeit sein, gerne für offen, offene Statements, offenes Gespräch. Wir haben jetzt schon, Verschiedene Bereiche so ein bisschen angedockt, also für Leute, die jetzt möglicherweise den Beitrag sehen und sagen, Ich bis jetzt äh, war ich noch gar nicht in der Thematik drin, aber ich würde irgendwie auch gerne unterstützen, ich würde auch gerne helfen. Wir haben einmal gehört, hier gibt es Integrationslotsinnen, dann haben wir gehört, an mehreren Tagen in der Woche gibt es im Mehrgenerationenhaus in Merseburg ehrenamtliche Deutschkurse, die auch immer auf der Suche sind nach noch weiteren Lehrerinnen und Lehrern. Was würden die noch so für Tipps und Tricks einfallen für Leute, die motiviert sind? Menschen zu unterstützen? Macht die Augen auf im ersten Moment. Also mir es für mich gab es so einen Initialmoment, mich überhaupt zu betätigen, war, dass ich nach Krumpa gefahren bin und mir diesen Ort angeguckt habe und mit den Leuten dort geredet habe. Ich glaube, es ist nicht verkehrt, sich anzugucken, wie Menschen in diesem Land untergebracht werden, wenn sie keinen Aufenthaltstitel haben. Das ist einfach, das erweitert so ein bisschen das Verständnis für die Situation. Ähm, ansonsten sucht euch Freunde, Freundinnen, ähm, schließt euch zusammen, unterhaltet euch darüber, was ihr machen wollt und könnt. Ähm, guckt im Internet nach, es gibt viele Angebote in dem Bereich, die äh, einem schon mal so ein bisschen ja, eine Idee vielleicht davon geben, was alles notwendig ist. Kommt in... Ja, äh, kommt in, ins Gespräch mit den Menschen, ihr kommt gerne ins café, könnt gerne ins Café Internationale kommen, geht gerne ins Café Connect, unterhaltet euch da mit den Leuten und fragt, was sie irgendwie denken, was gut ist und was wichtig ist. Ähm, und ja, wenn ihr irgendwie zum Beispiel auch was äh, mit uns zu tun haben wollt, könnt ihr uns gerne schreiben auf, äh, unter cafeinternationale.posteo.de oder guckt einfach bei Facebook, da gibt es uns auch zu finden. Ähm, und ja, äh, bildet Banden, würde ich fast schon sagen. <laughs> ich meinte aber natürlich, äh, vernetzt euch und ähm, solidarisiert euch mit den Leuten, äh, die, da, also die das auch einfach brauchen in unserer Gesellschaft, ähm, dass sie nicht alleine gelassen werden. Ähm, ja, es gibt viele Möglichkeiten, glaube ich. Eine Möglichkeit, zum Beispiel auch Anschluss zu finden, ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird, wäre nächste Woche Donnerstag. Ähm, machen wir eine Mahnwache vor der Ausländerbehörde in der Fritz-Habert-Straße 7a, ähm, um nochmal auf die Zustände explizit hinzuweisen, eine gewisse Öffentlichkeit zu schaffen und wir laden alle herzlich ein, daran teilzunehmen, auch explizit die Zivilgesellschaft, aber auch die Verwaltungsebene bis hoch zum La neu gewählten Landrat, einfach mal zu gucken, was der Kollege Rosenstein dort fabriziert und sich anzuhören, was die Leute äh, hier im Alltag so durchleben müssen. Das ähm, ist, glaube ich, eine gute Chance, um sich ein Bild davon zu machen. Ja. Je nachdem, wann es ausgeschaltet wurde, ich weiß nicht. Jetzt werde ich mich beeilen <laughs> nach, <de> <laughs> nach dieser äh, empowernden Ansage. Toi, toi, toi. Ähm, würde ich mich an der Stelle erstmal ähm, an alle hier vor Ort bedanken. Thank you very much to everyone who came here today. Vielen Dank an alle, die heute den Weg hierher gefunden haben. Und, ja, ein Tschüss und schönen Abend noch nach Hause. Und vor allem vielen, vielen Dank, Max, dass du da warst. Danke fürs Gespräch und für die. Die ganzen neuen Inputs, die ich jetzt auf jeden Fall mit nach Hause nehme. Danke, danke, danke auch, dass Sie sein konnte. Ciao.